Leute, und heute machen wir uns endlich den Verzauberungstisch und uns direkt ein gutes Dia, Schwert, Dia, Brust, Panzer. Es leckt. Ah, jetzt geht's wieder. Und dann wollte ich noch was erkunden. So, jetzt sollten wir ihn eigentlich machen können. So, jetzt. Zack, da ist er ja. Wie viel Eisen haben wir eigentlich? Können wir einen Amboss machen? Ich glaube, das reicht nicht an. Also, ein Amboss wird dann heute erstmal nicht kommen. Oder gehen wir auf Angriff oder auf Verteidigung? Ich würde sogar eher sagen, fast auf Verteidigung. So, no, wir müssen uns da eben Schuhe machen. Dia-Schuhe. So, ein paar XP. So, 11 Level erstmal. Was kriegen wir denn hier auf Schusssicherheit? Schusssicherheit ist natürlich gut, weil wenn man Skelettschutz ist jetzt nicht das Beste. Explosionsschutz, nee, ich gehe lieber so Aufnahme auf Schutz und Schusssicherheit. Das heißt, man sollte eigentlich kein Skelett mehr was anhaben. Die muss ich mitnehmen, weil ich wollte vielleicht heute noch einen Dungeon machen. Und da wäre es natürlich nicht schlecht, falls da Spawner drin sind, damit wir eine Spitzhacke haben. Ich schätze mal so ein. Ach komm, das verzauber ich eben auch noch schnell. Brauche ich aber ein paar Level nochmal geben. Der Anfang von der Folge geht eigentlich schon wieder viel zu lange. So, dann haben wir auch alles aufgebaut, braucht. Ich nenne mal den Nennen des Geflügels. Gliederfüßer. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber hört sich gut an. So, dann würde ich mal sagen, ich habe mir vorgenommen, ein bisschen nach da zu erkunden, wo auch unsere Treppe hingeht. In diese Richtung. Boah, fast wäre ich hier runtergefallen. Ist das dann ein Secret? Es gibt hier nämlich kleine Secrets, die sind so in Bäumen versteckt. Oder allgemein, vielleicht sind auch ein paar im Wasser. Problem ist, ich komme da nicht hoch. Hätte mir bestimmt ein paar Baublöcke mitnehmen sollen. Nein, verdrückt. Ich mache mal eben einen Cut. So, ich versuche mal, ob ich von da drin. Obsidian, weil können wir in den Nether gehen und ein Skelettschädel. Ein Schwert, Dia-Schwert mit Schärfe 1. Geil. Ich gehe mal ganz schnell in die Richtung. Das sieht mir nach einem Dungeon aus. Ist das vielleicht der Feuer-Dungeon? Weil der so rote Hörner hatte. Und der Feuer-Dungeon ist aus ziemlich viel Rot gebaut. Ich hole schon mal mein Schwert raus. Das ist nicht der Feuer-Dungeon. What the fuck is this? Ach du Scheiße. Jetzt bin ich gespannt, was da drin ist. Sorry, ich bin auf easy.
Wir werden jetzt auf schwer spielen. Es ist Tag, deswegen können wir die Spawner abbauen. Voll easy, ey. Das ist Tag. Ich gehe erstmal nach oben. Boah, sind hier viele Spawner. Aber auch viele Kisten. In der ersten Kiste. What the fuck? Was sind das für geile Tränke hier? Volle Dia-Rüstung, Dia-Sachen. Was? 2.1? Was sind bitte 2.1? Ernsthaft? Villager, die 2.1? Zwei nice Spitzhacken. Die nehme ich mal und die nehme ich mal in die Hand. Dann werden wir mal hier nach unten in den Seelenstein. Was wir mit diesen 2.1 Dinger machen, weiß ich nicht. Ich bin unbesiegbar, auch wenn ich tot bin. Hier, damit ich eine Waffe habe. Okay. Schärfe 1. Ich nehme aber mal das Schwert hier. Boah, es ist dunkel. Lol. Was ist das hier? Bernds 2. Gustav! Wieso haben die hier Schweine gefangen? Und wer zur Hölle ist Bernd? Die hat gerade irgendwas gesagt. So. Ich bin unbesiegbar, wenn ich tot bin. Wenn die jetzt mal alle killen hier. Hier ist jetzt nichts Spektakuläres. Oben waren richtig viele gute Sachen. Ich hätte gedacht, hier gibt es so einen Endbossraum. Das hier ist echt ein bisschen komisch. Wenn ich ehrlich bin. Und diese 2.1 Dinger, weiß ich auch nicht, was das sind. Wir werden jetzt erstmal Gustav befreien. Gustav, komm raus. Gustav kommt auch raus. Du kommst mal auch schon raus. Und auf der anderen Seite sind ja auch noch welche. Zack, zack. So, dann könnt ihr auch schön raus hier. Ich muss mich mit Obsidian leider hier hochbauen. Die bauen wir ab, damit ihr auch hier raus könnt. Beliebig. Kann man eigentlich Seelenstein mitnehmen? Akku, wir haben den bekommen. Ich finde nämlich, der sieht richtig cool aus. Richtig komischer Dungeon. Aber jetzt haben wir coole Tränke. Okay. Ich werde mal kurz nach Hause gehen und vielleicht Eisen schmelzen. Damit wir sogar vielleicht uns einen Amboss machen und die ganzen Schwerter kombinieren quasi. Dann haben wir Geflügel 2. Kann man eigentlich so ein Gefälde oder was das ist kombinieren? Oh, es laggt. Laggt mal wieder. Bastard Internet. Boah, es laggt zwischendurch ziemlich heftig. Vielleicht liegt das an den Dungeon, weiß ich nicht. Obwohl, war das eigentlich ein Dungeon? Weil da war ja so ein komischer Villager. Und ich weiß immer noch nicht, was sind 2.1. Auf jeden Fall, da hinten ist unser Dieter. So, ich werde mal von der Seite jetzt mal so reingehen. Weil ich jetzt nicht auf den Baum gehen konnte, ist es bei mir schon wieder Nacht. Hi, Dieter. Was geht ab? Ein bisschen Licht hier wieder reinbringen. Hallo, setze die Fackel jetzt nicht mehr jetzt.
Also, was brauchen wir denn? Was nicht schlecht wäre, ist halt dieses Eisen. Eins, zwei, drei. Wir können uns einen Amboss machen. Yes. Oh, da wollte ich nicht hin platzieren, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Oh, doch, es geht. Super. Können wir das? Das geht irgendwie nicht. Und das, was wir gerade gemacht haben, ging auch nicht. Also, war es ziemlich Verschwendung, aber... Wieso geht das denn alles jetzt nicht? Ah doch, 12 EP. Sieht doch voll cool aus, oder Leute? Wir könnten vielleicht noch einen coolen Brustpanzer machen. Oh, jetzt habe ich Schutz gemacht. So. Ein EP. Haben wir schon mal einen coolen Brustpanzer. Federfall vielleicht. Nee, Schusssicherheit. Schusssicherheit 2 ist hier ganz schön cool. Jawohl. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir auch da ein bisschen verzaubern. Wir müssen den Steve-Kopf wieder rausnehmen, weil jetzt haben wir ja Schuhe. Das heißt, da muss... So, wir sind auch gleich um eine Zeit drüber. Ich tue mal hier unter Holz... Können wir eigentlich die 2.1 Villager Typen reintun? Hier können die Tränke. Also Trank der Regeneration, Direktteilung, Stärke 2, Alter, Feuerschutz, Vergiftung, Steve-Kopf, volle Eisensachen. Die werden wir auf jeden Fall auch noch zusammen machen. Dann können wir ja richtig geil abbauen. Obsidian. Jetzt sind wir Lars oder so. Kennt ihr den YouTuber? So. Jetzt zaubere ich eben den Bogen. Stärke. Stärke ist gut. Zack. Kommt jetzt erstmal nach hier. Und damit würde ich auch sagen, war's das mit dieser Folge mit dem mega krassen Dungeon. Nächste Folge können wir ja nochmal dahin gehen. Und mal gucken, ob wir ein bisschen Obsidian mitnehmen oder den ganzen Seelenstein da. Apropos, haben wir noch ein bisschen? Wir haben noch ganz schnell, okay, ich muss mich ganz schnell beeilen. Denn in meinen Garten nach hier kommt der Seelenstein. Sieht bestimmt richtig cool aus. So, jetzt verabschiede ich mich zu dieser Folge und würde sagen, ciao. Und bis zum nächsten Mal, Leute!